Hi Leute, heute wollte ich ein kleines Video über Vorsorgeuntersuchungen für dich machen. Und zwar ist es ja ein Thema, das in letzter Zeit immer wieder und immer mehr auftaucht auch. Und deshalb wollte ich es wirklich mal anschneiden, weil es auch wirklich ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und wenn du das Ganze jetzt schaust, dann möchte ich dich nur dazu anregen, wieder deinen Kopf selber einzuschalten, zu überlegen, hey, brauche ich das in meinem Fall? Wann ist es notwendig? Und was bedeutet Vorsorgeuntersuchung in Anführungszeichen muss ich setzen, überhaupt? So, und um gleich mal zu den Anführungszeichen zu kommen, weil viele denken, dass so eine Untersuchung, sei es jetzt ein Ultraschall in der Schwangerschaft, sei es irgendwelche anderen Vorsorgeuntersuchungen, wo eine Darmspiegelung oder sonst was gemacht wird, dass das eine Vorsorgeuntersuchung ist. Aber im Grunde, also bis jetzt, alle Untersuchungen von den mir erzählt wurde, die mir bekannt sind. Ja, wurde immer von Vorsorge gesprochen, aber bis jetzt habe ich noch keine Untersuchung kennengelernt, wo es sich wirklich um eine Vorsorge handelt. Die meisten Untersuchungen sind Früherkennung. Früherkennung. Das heißt, es wird geschaut, wie der Stand ist. Das heißt, es wird keinerlei Vorsorge getroffen. So, Vorsorge heißt eigentlich, dass man sich um was kümmert, dass man sich sorgt um was, dass man etwas tut, das dem Ganzen ja, vorsorgt und die Entwicklung in eine andere Richtung gehen lässt. Das heißt, konkretes Beispiel, wenn das jetzt ein bisschen kryptisch für dich klingt, konkretes Beispiel, wenn du ernährungsbedingte Krankheiten hast, in Anführungszeichen. Dann ist es ja so, wenn du die Ernährung umstellst, wenn du dich mehr bewegst, dann sorgst du wirklich vor, gesünder zu bleiben. Wenn du dein Leben veränderst, deine Lebensumstände veränderst, dann sorgst du vor. Wenn du aber jetzt einen Ultraschall machst, dann hat es nichts mit Vorsorge zu tun. Das heißt, der Begriff ist schon mal sehr falsch verwendet. Ja, wird da fälschlicherweise einfach verwendet. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Es ist auf jeden Fall sehr fehlleitend und schlichtweg falsch, wenn man es jetzt mal so klar sagen möchte. Aber es hat nichts mit Vorsorge zu tun, wenn du einen Ultraschall machst. Also das muss ganz klar sein. Deswegen möchte ich das hier auch ganz klar ansprechen und deswegen mache ich auch das Video. Und das ist einfach nur ein Punkt, den du bedenken solltest. Das heißt nicht, dass diese Untersuchungen alle schlecht sind oder falsch sind, aber es sollte natürlich immer individuell geschaut werden, ist das jetzt wirklich notwendig. In der Regel konnte ich beobachten, dass wenn du wirklich ein Körpergefühl wieder entwickelst, wenn du selber wirklich vorsorgst, dann sind viele dieser Untersuchungen einfach nur überflüssig. Also oftmals ist es auch eine Angst, die dann natürlich mitspielt, wo natürlich auch dann mitgespielt wird und es lässt sich natürlich auch Geld mitverdienen, wenn man sich Vorsorgeuntersuchungen macht. Ja, da ist wieder eine ganze Maschinerie am Laufen dann und dementsprechend kann man sich auch überlegen, tja, wann ist das wirklich sinnvoll? So. Das ist der eine Punkt. Und wenn man jetzt so eine Untersuchung macht, birgt die immer seine Risiken. Normalerweise, wenn du das Körpergefühl immer mehr wieder entwickelst und wirklich vorsorgst, dann sorgst du wirklich vor. Oder jetzt bei chronischen Krankheiten. Genauso eine Geschichte, die ich gehört habe, hatte im Verwandtschaftskreis. Jetzt nicht so eine Geschichte von jemanden, sondern wirklich ein konkreter Fall. Ja, den jemand aus der Verwandtschaft kennt. Und bei ihm war es, ja, bei denen war es so, der kam aus demselben Ort. Und
ja, Darmspiegelung gemacht, diese Vorsorgeuntersuchung in Anführungszeichen wieder, ich möchte es immer wieder betonen, hat diese Untersuchung gemacht, eine Darmspiegelung, wollten eben schauen, Darmkrebs, ob da irgendwas ist. Und ja, dabei kam es eben, ich weiß nicht, ob es ein kompletter Durchbruch war, auf jeden Fall haben die den Darm erheblich verletzt. Es kam zu inneren Blutungen. Und ja, er wäre fast dran gestorben, war dann ein halbes Jahr im Krankenhaus, weil er so toll vorgesorgt hat. Also das sind halt Fälle, die wir, damit möchte ich jetzt ihn nicht irgendwie verurteilen, sondern möchte damit nur, er kann ja auch überhaupt nichts dazu. Das ist ja das, was man erzählt bekommt. Und oft weiß man es ja eben nicht besser. Aber der Punkt ist eben, häufig sind diese Vorsorgeuntersuchungen, gehen eher in eine Richtung, es geht immer ein gewisser Eingriff dabei sehr häufig mit ein. Eine gewisse Schädigung geht damit sehr häufig mit einher. Also sollte man sich wirklich ganz genau überlegen, wann ist es wirklich notwendig? Ist es notwendig, ein 3D-Bild von meinem Kind zu haben? Ist es notwendig, fünfmal einen Ultraschall zu machen? Wie oft und wann überhaupt ist es da notwendig, eine Früherkennung durchzuführen, sich die Situation mal anzuschauen? Also, das wollte ich nur mal loswerden, dir diesen kleinen Denkanstoß mitzugeben und natürlich dich auch dazu zu animieren, selber vorzusorgen, dich um deine Gesundheit zu kümmern, die Ernährung zum Beispiel umzustellen, dich mehr zu bewegen, deinen Lebensstil zu ändern und viele Dinge in deinem Leben wirklich umzustellen, mehr in die frische Luft zu gehen, aufs Raumklima und so weiter zu achten. Das ist das, was du wirklich machen kannst. Das ist eine wirkliche Vorsorge. Das ist eine Vorsorge. Und verdient auch den Begriff. Aber es ist keine Vorsorge, wenn du etwas früh erkennst. Das hat nichts mit Vorsorge zu tun. Die Vorsorge kann dann folgen auf eine Früherkennung. Aber die Früherkennung, die kannst du normalerweise, wenn du dein Körpergefühl immer mehr entwickelst, auch immer besser damit durchführen. Aber bei so einer Untersuchung eben, das ist nur eine Früherkennung. Es ist eine Erkennung, man schaut sich die Situation an. Vorsorge, wie gesagt, kann darauf folgen. Das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Das möchte ich dir mitgeben, um es jetzt auch kurz zu halten eben. Und wenn du wissen möchtest, wie du vorsorgen kannst, dann schau mal unten drunter, ist ein Link unter dem Video. Da kann ich dir auch gerne ein paar Tipps geben. Oder wir können uns mal sprechen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und teile auch gerne mal unter diesem Video hier, was deine Meinung zu sogenannten Vorsorgeuntersuchungen ist, wie du das handhabst und was da deiner Meinung nach die Möglichkeiten sind, wirklich, welche Sachen sind sinnvoll, was hast du gemacht. Und dann freue ich mich und bin gespannt von dir zu lesen, bin gespannt, welche Untersuchungen dir da. Ja, die du da noch durchführst und die dir weiterhelfen, die aus deiner Sicht sinnvoll sind. Und lass es mich wissen und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.